Ach ja. Musst du, wenn du so einen Schädel hast, musst du eine komische weiße Kristalle in deinem Inventar benutzen. Über einen stinkenden Schädel wedeln. Und Genau. dessen wieder halt wedel, wedel, wedel. Dann kriegst du einen widerhallenden Schädel. Oder du kriegst auch noch Knochenstaub. Wie ich gerade. Ich wollte gerade sagen. Nein. Ah, eine Trollkatze, die sind cool. Ich weiß. Kontrollrune. Isian? Genau. Hab einen von denen kaputt gemacht. Hat der Finch mitgezählt? Ich habe auch einen kaputt. Ich habe jetzt eins von drei. Ja, ich auch. Stirb! Danke. Was sind denn das für Dinger, die man kaputt machen muss? Ja, die schweben da in der Luft. Die komischen Seuchenverbreiter-Dinger. Ach da. Teile. Müssen nicht mal, wie sie in der sieht automatisch einen an. Ach so. Ich hab noch einen. Ja, okay. Dreh dich automatisch dahin. Achso, wir müssen noch in die Ziggurat-Dinger hier rein. Ja. Samen pflanzen. Stimmt. Es ist so die Lösung der Nachtelfen für alles. Wir pflanzen erstmal einen Baum. Ja. Erstmal Baum pflanzen. Blumenwiese. Yay. Es wächst bestimmt alles voll gut hier. Sicherheit. Weißt du, ist scheißegal, die Gebäude, alles lassen wir stehen, wir pflanzen nur Bäume drüber. Genau. Aber die Sachen lassen, Gebäude bleiben einfach knallhart stehen, die sind ja nicht im Weg. Ein. Und die Riesenskelette stellen ja auch niemanden, die lassen wir auch einfach da. Oh. Ich habe erst einen von diesen verkackten Schädeln, willst mich verarschen. Hab. Schalt. Bei. Das hat gut funktioniert. Den Typ in der Mitte von. In der Mitte von der Ziggurat anchargen geht nicht. Dann landest du in der Sapsche unten drin. Das wäre jetzt mal was gewesen, wo ich keinen Pfad verfügbar akzeptiert hätte. Aber nee. Ich stürme erstmal in die grüne Sapsche da rein. So, den Ziggurat habe ich fertig. Ja. Ich brauche immer noch wiederhallende Schädel. Jetzt drei. Ich hab einen. Kein Glück mit denen. Toll. Hier ist einfach nichts. Die gibt's bestimmt noch woanders. Die. Da ist einer. Gibt's bestimmt noch woanders. Die. Ja, jetzt ist wieder keine Questverfolgung. Ja. Ich hab die Katze geflogen. Ach, zwei. Ich bin begeistert. Da liegt noch so einer. Da hinten irgendwo habe ich noch zwei umgehauen. Da sind noch einer da. Ja. Hier. Drei. Ich komme. Nichts wegspawnen, nichts wegspawnen. Vielen Dank. Vier. Und? Ich habe auch vier. Hier ist noch ein Skelett. Ja, ich komme. Oh, da oben ist auch noch einer. Das ist so zum Kotzen. Oh, der droppt jetzt endlich mal jeder von denen so einen scheiß Schädel und dann kriegst du trotzdem nicht noch 5 Schädel in deine Quest voll. Nein. Das ist so. Ach, ich bin fertig. Das ist so Mobbing. Ja, die Dinger pulsieren. Staub. Was pulsiert? Hä? Muss herkommen. Ja, komme gleich. Bäh, ich guck drauf und piek's mir am spitzen Schnabel rein, weil das so eklig ist. Yay, habe auch fertig. Hey, ich hab Kettearmschienen mit. Wow. Pulsiert. Diese da. Die Dinger.
Guck halt nicht hin. Dann darf ich dich aber auch nicht mehr angucken. Nachtelf. Bitte hau mich nicht. Oh, guck mal, ein Skelett. Mir egal. Jetzt mag ich auch nicht mehr. Ich hätte von Horgus. Oh, guck mal, ein Skelett. Ich finde diese Bäume so klasse, ich möchte mal von dem hier ein Screenshot haben. Alfie. Nein, Screenshot reicht. Scheiße, wenn ich hier reinzoome, ist der Winkel wieder doof. Naja. Ich muss zu Chromie gehen. Bisschen in der Zeit rumfuschen. Ja, yeah, Level 42. Hab ich was gelernt? Hurricane. Sei mit euch. Oh. Kannst jetzt alles pullen. Nein, das war Typhoon. Ach so, Hurricane ist ja das, wo... Das ist Hurricane. Ja, das meine ich doch. Das meinte ich. Was meinst du denn mit Typhoon? Ja, dieses Zurückstoßen. Nein, ich meinte das. Ein Ring mit Stärke, nehme ich. Oh, 42. Ich habe, glaube ich, nichts gelernt. Nee. Hä? Ich bin noch, war noch gar kein Level up. Was führt euch hierher? Ich wollte nämlich gerade sagen, ich guck so. Schlachtruf 42. Hä? Warum wird mir das jetzt nicht. Oh, ich bin noch 41, okay. War wahrscheinlich irgendwie Ruf oder was weiß ich. Keine Ahnung, was das war. Hab nur ein gelbes Licht gesehen, hab mich gefreut. Oh, Pesthund, mal ach, was cool. Anderes. ich bin ich auch gerade von einer. Von meiner passiven Volksfähigkeit, die habe ich jetzt gerade das erste Mal gesehen. Hm? Eluns Berührung erhöht euer Tempo nachts um 1%, erhöht eure kritischen Treffer tagsüber um 1%. Wie cool. Ja, und wann ist hier Tag und Nacht? Also ich habe jetzt, gerade ist das aufgeploppt, Eluns Berührung. Also scheinbar ist jetzt Nacht, ich weiß es nicht. Ich verstehe nämlich auch nicht ab wann, weil manchmal in den Städten wird Tag und Nacht angezeigt, aber unterwegs irgendwie so gut wie gar nicht und... Keine Ahnung. Ist ein bisschen verwirrend. Rotpfadschild. Meint? Ein Fristeln umgibt euch. Na toll. Jetzt habe ich den Scheißbuff nicht endlich mal nicht von einem von euch, sondern hier oben ist gar nichts. So, ich bin mal hier hochgelaufen. Aber hier oben sollte noch was sein. Eigentlich ja. Dann kommt das bestimmt. Ach, da, ach! Da, im Kamin versteckt. Blödes Buch. Oben oder unten? Oben. Deswegen ging ich auf die 200, weil du das Buch holst, greif nicht 200. Ach so. Kannst du alle Kirschen an, viel Spaß. Ah, im letzten Eck. Ja, deswegen, wenn du in den Raum reingehst und dich so umguckst, sieht man das gar nicht. So, jetzt hast du 600 zum Kirschen an. Yay. Kratzt du da mal im Boden rum. Hast du es jetzt? Jetzt hab ich's. Na Gott sei Dank. Hat dir irgendwann wird's noch einen Buff geben, Kirschner und Bergbaue und was weiß ich nicht alles und farme da alle Kräuter innerhalb von 30 Metern auf einmal. Bestimmt irgendwann so ein Buff, weil die Leute keinen Bock mehr haben zu farmen. Ich meine, haben sie jetzt schon nicht, weil wenn du Berufe lernst, kaufst du prinzipiell alles im AHA. Mhm. Man hat ja im Main sowieso das Geld dafür. Ja, kann ich bestätigen. Ich dachte mir früher mal, boah, wir können Leute für 100.000 Gold was kaufen. Ich krieg nie im Leben so viel Gold zusammen. Mhm. Wochenlang durch die Raids rennen für irgendwelche Mounts, bisschen Garnison und schon hast du das Geld. Ja. Das ist jetzt keine Kunst mehr unbedingt. Gute Möglichkeit ist auch, wenn du einfach deine Berufe anbietest. Ja. Aber dann muss ich mit Leuten ja Kontakt haben, das. Na. Na. Och, ist schön. Wie sich hier prügeln. Weißt du, ich krieg's zuerst an, aber du kannst es schon looten. Bin halt gut. Mobbing.
Du pullst doch alles. Deine hässlichen Fratze. Ey, die ist schöner als du mit deinem komischen Blecheimer im Kopf. Deinen unrasierten Augenbrauen. Lass mich in Ruhe, du blöde Fledermaus. Haha. Verlasse Kampf. Und deinen unrasierten Katzenbeinen. Wäre auch irgendwie ein bisschen eklig, wenn die rasiert werden. Stell dir mal vor, stell dir das jetzt mal vor. Ein Nachtelf-Druide. Ein weiblicher Nachtelf-Druide. Hat abends ein Date, steht im Bad und rasiert sich die Beine. Weil man will ja hübsch für den netten Kerl aussehen. Verwandelt sich dann in eine Katze und hat als Katze auch rasierte Beine. Ach. Oh, stell dir das mal vor. Wo haben wir noch was vergessen? Schon einmal gemacht? Ach so, ich weiß, okay. Hier von dem Typ kriegen wir das komische. Oh, Level 8, ab. Schlachtruf. Buff. Hi. Hi. So, von wem kriegen wir das? Im Turm mit dem Typ, der da steht in der Mitte. Erweiterte Annalen von Daruheim. Bleib gegrüßt. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das Wort so amüsant. Es ist kindisch und es ist amüsant. Haben wir das nicht schon so ein Geist hinterher, lass mich. Leg das Reliktbündel auf den Marktplatz von Daruheim. Verhindert Davids Tod, bis Hogus stirbt. Findet ihr das? Ach du Scheiße. Also, töte alles und sorg dafür, dass deine Leute nicht sterben. Genau. Wow. Ich glaube, das ist eines der längsten Questziele, die ich je gesehen habe, wenn man das so liest. Voll. Hm? Du kriegst davon einen Umhang mit Stärke und Ausdauer, Kette mit Int und Kette mit Beweglichkeit. Ja. Dafür habe ich die letzten drei Quests nichts gekriegt. Ja, aber es ist Kette. Beweglichkeit. Ja. Dafür kriegst du halt jetzt nichts. Ah, ist Lillipilli wieder. Ist da wieder. Bechamel. Cry-Truid. Alter. Und nun? Ah, genau. Nee. Weiß nicht, da kann man irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich mich in die Typ reinschütze. Ach, YOLO! Wir müssen mit irgendjemandem fappeln, Alter. Es sind nur so viele Leute aufgetaucht. Hast du irgendwie? Ja. Ja, das ist immer ein bisschen blöd, wenn da schon drei Leute sind, die Quest gerade machen sind. Und dann kommst du dazu und fängst nochmal von vorne an. Bisschen blöd. Ihr dürft uns nicht enttäuschen, ja schön. Komm, wir bleiben jetzt einfach hier und passen auf den Typ auf. Die Geister von da werden sich erheben. Der Typ hat jetzt aufgehört zu leuchten und... Oh, da ist Hauptmann Rotfahrt, das sieht ja schon mal gut aus. Ja, ich habe gerade Sterne vom Kopf gepappt, damit jetzt wir den sehen. Sehe ich jetzt einen Sterne vom Kopf. Hey, ich kann sogar helfen. Hast du eigentlich meinen Buff gehabt? Ja. Ja, ich weiß, ich wusste nicht, ob du noch in Reichweite warst. Ich hab nicht aufgepasst, wo du rumrennst. Gut. Boah. Hat funktioniert. Oh, quatsch du den mal an. Ich hab da keine Lust hinzulaufen. Das war's. Ich mein, easy, das war's. Und wir kriegen einen süßen Tee. Okay. Das ist ja beruhigend. Kann ich meinen Mana wiederherstellen.
Ach, die Truhe ist hinterm Haus versteckt. Habe ich mir schon gedacht, als der Druide dahin gerannt ist. Voll. Platte! Zauberstab, Hackebeil und Ring. Ring mit Int. Und Platte! Blödsinn. Egal, gibt Gold. So, jetzt nächste Runde mit Fiona fahren. Ich hoffe ja immer noch, dass mir irgendjemand diesen Hyazinth-Ara abkauft. Ist er immer noch im Ja, ich sitze ihn immer wieder rein, weil ihn keiner kauft. Im Moment ist er für 45.000 drin. Ja, da würde ich vielleicht mal 40.000 gehen, dann kriegst du vielleicht auch. Ja. Also ich habe meinen für 45.000 drin, die anderen kosten 50. Oh. Setz meine immer ein bisschen runter. Hallo? Mach das mal. Ich meine, ich könnte ihn gebrauchen, aber für den Preis will ich ihn nicht. Service. Nein, aus Prinzip würde ich ihn auch lernen, aber halt Geld. Ne? Hm. Geld. Nur der Knochenstaub geweckt. Wie kann ich euch helfen? Was? So. Kein Trinkgeld. Auf! Und davon. Ja, jetzt guck, wo geht denn jetzt ist. Hm. Weil man sich ja nicht reinsetzen kann. Ja. Warum auch immer. Ach ja, der Hass. No, ein Kuss auf der Kutsche. Du Tor. Das ist echt wie kleine Kinder. Natürlich ist es einfach, als du jünger warst, du Held, jetzt bist du alt. Und vor 300 Jahren waren bestimmt ja noch nicht so viele Gegner. Bei dem Typ können wir auch reparieren, genau. Max T-Rexus. Boah. Ja, mit Zwerg. Nein.